So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome 2 Total War. Mir ist gerade Schreckliches aufgefallen, als ich mal wieder unsere Provinzen durchgegangen bin. Makedonia ist unglaublich ineffizient, beziehungsweise auch einfach unausgebaut. Ja? Wir haben hier noch den Treffpunkt, hier haben wir die Grabenmine, da haben wir einfach länger nicht mehr investiert. Aber was eben wirklich scheiße ist, mal abgesehen davon, dass wir natürlich auch mal die 6800 für den Goldschmied hier zusammenkriegen müssen, jetzt wo wir den bauen können, ist dieser Tempel des Neptun. Der bringt uns sowas von überhaupt nichts hier. Also der Zirkus, der macht, dass wir mit der öffentlichen Ordnung so gut dastehen, wie wir eben dastehen. Ist noch halbwegs in Ordnung, den zu haben. Ja, der gibt ja auch ein bisschen Geld wenigstens. Aber der Tempel des Neptun gibt uns einen Bonus auf Seehandel. Also auf 240 hier, 240 hier. Wenn wir das ausbauen könnten, was wir aber im Moment noch nicht können, wäre es immerhin insgesamt 720 braucht, der einen 20% Bonus gibt. Also nicht 72, sondern das doppelte 144. So. Dann wäre aber eine Alternative ein sogenannter Tempel des Jupiter. 8% aus allen Quellen. 8% auf alles. Wir müssen natürlich den Grundwert nehmen, also die linke Spalte unter Wohlstand. Aber das sind allein hier 1460. Dann kommt hier dazu 1110. Sind wir bei 2570. Und dann kommt nochmal dazu 650. Sind wir bei 2220 oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich mich jetzt nicht verrechnet habe, aber ich bin mir so fast sicher. 2220, gehen wir mal davon aus, das stimmt. 10% davon wären 222, aber selbst 8% davon sind immer noch mehr als 144. Also allein da bringt der Tempel des Jupiter einfach schon mehr. Und das obwohl, ja, Gebäude, auf die der Tempel des Neptun keinen Bonus gibt, noch ausbaufähig sind. Dann bringt das ja noch mehr. Und dann kommt aber das Allerschlimmste, der Tempel des Jupiter gibt uns ja noch 4% durch Erntesteuersatz. Und der Erntesteuersatz haben wir die ganze Zeit im Laufen. Also gibt er nämlich nicht nur 8, sondern mehr. 12. Ja, kleiner Rant zum Anfang. Also so schnell wie möglich hier umbauen zum Tempel des Jupiter. Ganz, ganz schwierige Entscheidung. Jemals nicht Tempel des Jupiter irgendwo zu bauen, also den sollte man eigentlich echt in jeder Provinz haben, stelle ich jetzt im Nachhinein doch nochmal fest, alleine schon aus finanziellen Gründen. Okay, die Legio 1 hat letzte Folge ja hier ihre Schlacht geschlagen, soweit alles gut. Die Legio 7 muss natürlich nicht im Brigantium versauern, wir schauen mal gerade, wie es der Provinz Tarraconensis geht. Öffentliche Ordnung ist super, wie viel davon ist aufgrund der Anwesenheit der Legion? 6. Ganze 6. Okay. Dann, dann ist die Frage, dann würde ich die jetzt... Ich wollte gerade sagen, dann schicke ich die jetzt runter. Runter wohin? Also die Legio 7 ist nicht schlecht. Der General ist auch gut. Der ist echt ganz gut. Aber sie ist halt gerade ab vom Schuss und die Einheiten in der Legio 7, die sind alle nichts Besonderes. Wirklich rundweg kann ich auf die verzichten. 4675, 6343. Also wir haben knapp 1700 Dukaten die Runde, die wir jetzt sparen durch die Abwesenheit der Legio 7. Sehr gute Sache. Die Legio 9 können wir auf Carthage loslassen. Ich hoffe, der Gegner steht noch drin. Tut er. Das tut er. Dann machen wir den an der Stelle natürlich platt. Eine Armee weniger, um die wir uns sorgen müssen. Dann gibt es da drüben noch die, die glaube ich zuvor in Jol waren, aber jetzt anscheinend zurückkommen. Der Gegner hat ja hier eine Garnison. Daraus schließe ich, dass die Stadt umgebaut wurde oder überhaupt noch karthagisch war. Ich reiße die einfach mal ein. Und baue hier unseren Hafen. Oder nee, noch wichtiger wäre mir, hier unsere Stadt zu bauen. Okay, also Carthaginensis, da kann man noch gut investieren.
Das ist im Moment ziemlich am Sack. Die Legio 8 ist relativ teuer. Die hat ganz schön elitäre Einheiten dabei. Es würde Sinn machen, mit der dann wenigstens was Nützliches zu machen. Ne? Das heißt, ich wage es jetzt, in der Hoffnung, dass keine feindliche Flotte es merkt und mich dann platt macht, wage ich es, hier hinüber zu fahren. Und es dann vielleicht mal mit den lateinischen Rebellen aufzunehmen. Ich glaube fast, dass die zu stark für die Legion sind. Aber ein Versuch ist wert. Und ihr könntet da mithelfen vielleicht. Denn wo auch immer ihr gerade hinlauft, da in Syrien, da in Syrien sag ich schon, in Sizilien, da gibt es ja aktuell keinen dringenden Grund dahin zu laufen. Okay. Das ist das. Dann kommen wir zur Legio 3. Die kann jetzt bis Jol laufen, aber eben nur, wenn sie im Gewaltmarsch ist. Das bringt es natürlich nicht. Im Gewaltmarsch kann sie es ja eh nicht einnehmen. Das heißt, das wird also bis nächste Runde warten müssen. Und die Legio 6 hier unter Sulla, die schicke ich jetzt mal Richtung Memphis, aber noch nicht ins Feindgebiet. Oder? Ah, eine gegnerische Armee. Eine Frage. Okay, ich glaube, selbst wenn ihr um die gegnerische Armee drum rumlaufen würdet, würdet ihr es nicht so eine schaffen, Memphis einzunehmen. Dann lasse ich euch da stehen und die Erben Phöniziens werden sich dann vermutlich vor euch verpissen. Aber ich kann sie ja nicht erreichen, von daher, was will ich machen? Ist dann so, wenn die das tun. Die Flotten fügen wir zusammen, das heißt, das Schiff kommt in die Klassis 1 und die Klassis 2 brauchen wir dann erstmal nicht. Wir schicken die Klassis 1 natürlich direkt auf Tyros los. Tyros ist, by the way, die Herkunft von Phönizien gewesen, die vor den Römern und Karthagern schon im Mittelmeer ihre Hochkultur hatten und viele, viele Kolonien am gesamten Mittelmeerraum hatten. In Spanien, in Nordafrika, auch auf Malta und Sizilien und alles von hier aus, vom heutigen Syrien aus. Sieht ein bisschen aus, als könnte die Flotte das alleine erobern, was ziemlich fett ist. Dann mach das mal. So. Ja, das Schiff versinkt. Ja, so, zack. Okay, wir reißen Tyros ab. Jetzt haben wir erobert die Pupuschneckenfarm, genau. Die Frage ist jetzt, ob wir dann das Pupuschneckendorf bauen wollen oder ob wir das Geld nicht lieber nehmen, um hier in Katadasht den Hafen zu bauen. Weiß nicht. So wichtig ist der Hafen in Katadasht ja eigentlich nicht, ne? Was könnten wir denn... Oh, das reicht nicht zu viel für einen Tempel in Makedonien. Das wäre ganz und gar famos. Ah, es reicht für einen, aber nicht für den ich will. Okay. Der kostet schon nicht umsonst 1000 mehr als die anderen Tempel, ne? Hat noch jemand Bewegungspunkte in dieser Runde? Nein. Das heißt, es geht wirklich nur darum, das Geld schlau zu investieren. Wir können natürlich Genua ausbauen. Aber nee, ich würde, wenn dann hier die zivile Siedlung, glaube ich, bauen wollen. Wie sieht's hier aus? Ja, da wird jetzt die Kaserne in Lilibayon gebaut. Wir können natürlich die Kaserne in Brundisium abreißen. Aber das kann auch noch eine Runde warten. In Italia gibt's auch nichts. Ach so, aber in Makedonien... Ah, den kann ich mir nicht leisten. Okay, aber den Händler kann ich mir leisten. Das ist auch allerhöchste Eisenbahn, das mal wieder auszubauen. Das muss ja nicht auf Level 1 bleiben, das Gebäude.
Gut, dann haben wir da wenigstens investiert. Hier wird rekrutiert. Okay, und unser Einkommen ist ein bisschen wenigstens saniert. Alles klar. Neue Runde, neues Glück, oder wie heißt das so schön? Wollen wir mal sehen, ob unsere komplette Flotte jetzt von der karthagischen Armee geplättet wird. Das ist natürlich jetzt gut möglich, weil sie im Hafen von Tyros gefangen ist. Wenn jemand Tyros angreift, müssen wir kämpfen. Aber ich hoffe jetzt einfach mal darauf, dass es das nicht Wir geschieht. leben für die Schlacht und träumen davon, Wow. wie andere von einer fetten Gans. Und ihr seht wohlgenährt aus. Sehen wir das, ja? Wir sind die fette Gans, die ihr jetzt also euch erträumt. Gut, dann haben wir jetzt Krieg gegen die Briganten und die Icener. Gut, nach Britannien wollten wir ja sicher so oder so einen Ausflug unternehmen. Jetzt vielleicht früher als gedacht. Vielleicht doch nicht erst unter Cäsar später. Nicht, dass das der Plan gewesen wäre, aber das ist nochmal so ein Hinweis darauf, wie früh es noch ist. Habe ich ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Ich glaube, letzte Folge war auch letzte Runde. Aber es ist eben noch nicht mal 100 vor Christus. Okay, Neu-Karthago kommt, aber stützt sich nicht auf unsere Armee. Jetzt haben sie es aber gesehen und kommen mit ihren Flotten. Okay, oh Gott. Ein Triumphzug. So. In Pergamon gibt es ein Elendsviertel. Ah, shit. Okay, ein paar Staatsmänner haben wir jetzt. Also, erstmal den Chef meiner Fraktion hier, Level 7, 66 Jahre alt. Den könnten wir befördern. Das kostet allerdings leider 2670. Das ist ziemlich ordentlich. Gaius Marius würde ich schon gern befördern. Denn der ist ja voraussichtlich der nächste Chef meiner Fraktion und ist noch ein bisschen jünger wenigstens. Also Gaius Marius ist jetzt Quästor. Faustus Atilius Fronto ist jetzt auch ein Staatsmann. Das war eben der Kommandant der Legio 7, die wir aufgelöst haben. Und dann war da aber ja noch jemand. Genau, der Publius Gabinius Libo müsste es gewesen sein, der eben einfach nur die Flotte, die ich aufgelöst habe, angeleitet hat. Oder was du das? Ne, ich meine, Libo war es, aber sicher bin ich nicht. Ist auch vergleichsweise egal. Die Frage ist: Legio 4, hierher, daher, wohin? Ach ja, hier gibt es natürlich noch die Rebellen. Okay. Kümmern wir uns um die wohl mal. Und mit der Legio 4 ist jetzt die Frage, Kolchis hier Edessa wegnehmen und damit dann wieder eine Grenze mit Baktrien schaffen oder nach Süden marschieren und die Flotte unterstützen. Ich denke, das Letzte wird's. Ich weiß, hier sind rund um mich gegnerische Armeen noch. Aber da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Also, bevor ich es vergesse, investieren wir erst einmal in einen lang ersehnten Tempel in Pella und dann vielleicht auch direkt in die Schachtmine. Ich guck nochmal, Medianum. Ach ja, gut, die zivile Siedlung wäre nicht schlecht. Der Emporenmacher wäre nicht schlecht. Oder eben ein bisschen weiter in Karthago investieren. Beziehungsweise in Markomades, Thapsus, Lepsis. Können wir überall noch Händler bauen? Machen wir vielleicht das. Das wird sicherlich ordentlich Geld geben. Komischerweise gibt Karthago ja, oder was heißt Karthago? Die Provinz Afrika ja jetzt schon wenigstens ein bisschen Geld. Über 1000 immerhin. Wobei da natürlich jetzt hier der Agent noch nicht steht. Jetzt sind es sogar 1300.
So. Genau, ihr seid aber aufgestellt. Soweit alles gut. Dann landen wir vielleicht, bevor wir es vergessen, mal die Armee. Zack. Und wenn ihr nicht... Okay. Wenn ihr nicht die doppelte Geschwindigkeit macht, kommt ihr nicht bis dahin. Puh, schwierig. Also ich... Sieht für mich so aus, als würde ich es nicht schaffen, diese Runde an Land zu gehen. Ich komme nur nah genug dran, um zu unterstützen, aber ich kann ja auch noch nicht diese Runde angreifen. Das heißt, die Rebellenarmee hat jetzt quasi Gelegenheit, mich hier anzugreifen und ihre Garnison würde dann unterstützen. Nun haben die natürlich italische Schwertkämpfer und Herbernplänkler. Die haben jetzt nicht die allerelitärste Armee, wohingegen wir schon uns mit unserer sehen lassen können. So, dann kommen wir zu Legio 6. Komischerweise sind die Erben Phöniziens hier geblieben und kämpfen sogar gegen uns. Okay. Sollen sie mal machen. Alles nur wunderbar Erfahrung für Sulla hier und natürlich für die Legio 6. Also bei 91% verbleibenden Streitkräften. Kann man das mal machen? Beide haben ein Level Up, sowohl die Legion als auch die als auch der General. Dann kriegen wir die große Lagergefolgschaft und den Taktiker. Und ja, mit den neu gewonnenen Bewegungspunkten durch den Taktiker kommen wir natürlich mehr als locker nach Memphis hier. Das wir auch einnehmen. Gut. Dann wollen wir mal hoffen, dass die gegnerischen Armeen, die rundherum sind, nicht groß genug sind, um uns jetzt völlig zu zerstören, wenn die jetzt Memphis zurückerobern wollen. Wir reißen das nieder und bauen also das Dorf wieder auf. Und ja, da ich fast 800 Nahrung habe, weiß ich nicht, ob ich wirklich Ägypten als Nahrungsprovinz brauche. Für Roleplaying Reasons müsste ich ja jetzt hier voll auf die Villen gehen, ne? Naja, machen wir das einfach mal. Dann können wir rundum vielleicht in anderen Provinzen darauf verzichten. So, ihr habt euch bewegt. Ach ja, die Flotte, die kann natürlich jetzt in Richtung Alexandria vorrücken. Der schnellste Weg würde uns dort herführen, aber ich möchte in meinem Gebiet bleiben für ein bisschen Verstärkung. So. Genau, wenn ich mich richtig erinnere, kann die Legio 3 sich diese Runde noch bewegen. Das heißt, wir können jetzt Yol wieder einnehmen. Schaut aus, als gäbe es da an karthagischer Garnison nur eine Besatzung aus einer Kaserne, nicht aus der Stadt selbst. Und deshalb besetze ich die, glaube ich, mal. Und reiß einfach nur die Kaserne ab. Okay, also in Mauretanien muss noch ganz gut investiert werden. Okay. Ich dachte, hier steht schon eine Kaserne wieder, aber nee, nee, das sind dann die Palästrae und das Emporion, was man da sieht. Man kann ja schon mal auf der Kampagnenkarte so ein bisschen sehen, was da für Gebäude stehen. Die Karte sieht jetzt übrigens hier im Westen verdammt gut aus, ne? Bis auf so ein paar kleine Inseln, wo da noch Widerstand geleistet wird. Klar, in Magna Germania fehlt uns Flevum, aber die Frisi sind unsere friedlichen Handelspartner, also lassen wir die Frisi sein. Die Cherusker haben eine Armee direkt neben uns. Da können wir uns natürlich mal umgucken, was wir mit denen anstellen. Na, Futter für die Legio 1. Die sind sogar in Gewaltmarschstellung. Dann greifen wir die nachts an. Der übelste Hinterhalt, den wir diesmal nicht spielen. So.
Und ja, 34 Sklaven können wir uns doch schon leisten. Witzigerweise fliehen hier gegnerische Einheiten. Okay, das hätte eigentlich nicht sein dürfen. Es tut mir leid, Frisi. Aber ich muss hier die Kerusker vernichten. Hilft alles nix. Da müsst ihr mal dadurch, dass ich euer Land betrete. So, ihr dürft auch was von den Sklaven abhaben. Wenn ihr wollt. So. Okay, ja, welchen Weg nach Britannien schlagen wir denn ein? Ne? Wenn ich in Gewaltmaßstellung gehe, komme ich ja immerhin bis hierher. Dann machen wir das doch. Okay, Namnetum könnte man natürlich... Kann man da nicht günstiger Schiffe bauen? Nee, kann man nicht. Okay. Ich dachte schon, diese Holzfällerlager machen, dass man günstiger Schiffe bauen kann, aber leider nicht. Gut. Ich habe übrigens natürlich ein gewisses Problem mit meinem Einkommen. Nicht nur, weil ich meine Gebäude nicht genug gebaut habe, sondern, wenn man das jetzt mal guckt hier, auch wegen 113,6% Korruption. Und das ist übrigens in jeder Provinz gleich viel Korruption. Ich könnte die nochmal mit Forschung um 12% senken, aber dann ist sie immer noch über 100%. Und das macht natürlich, dass unser Einkommen dann entsprechend niedrig ist. Ne? Brauchen wir die Liga 2 überhaupt? Die marschiert hier so munter nach Süden, aber erstens brauche ich die im Süden und zweitens brauche ich die überhaupt? Nö. Die könnte ich jederzeit in Sizilien neu ausheben, wenn ich sie in Sizilien denn haben wollen würde. Und kostet nur Geld. Je früher ich diese Entscheidung getroffen habe, desto mehr Geld spare ich, ne? So, meine Spionin schicke ich tatsächlich mal runter. Und zwar habe ich einen feindlichen Agenten gesehen, wenn wir bei Diplomatie sind. In Dakien haben die Nabatäern Agenten. Da ist er. Den nehmen wir uns vor. Ja, irgend so ein Attentat auf den. Laufen sie uns schon mal in die Richtung. So, Legion 9. Ihr seid noch gut zu brauchen. Könnt nämlich hier Ebesus angreifen. Okay. Das besiegen wir auch von See locker. Sieht aus, als würden die Verteidiger der sieben Seen jetzt auch versinken. Die haben anscheinend mitverteidigt. Oha! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt, das erspart dem Gegner natürlich jetzt viel Unterhalt, dass wir eben diese Flotte abgenommen haben. Wir reißen das komplett nieder, was auch immer da rumsteht. Wir brauchen das da nicht. Und ja, jetzt haben wir Carthaginensis also auch richtig am Sack. Bauen hier ein Dorf in Ebesus. Ja. Einen geweihten Boden. Müssen ja noch die Kultur ändern. Ne? Im Moment ist hier tatsächlich die iberische Kultur die vorherrschende. Lateinisch ist schon stärker als Punisch, aber noch nicht stark genug. Wir wollen natürlich, dass Lateinisch die stärkste Kultur wird. Ja, das ist das. Also die Balearen sind unser. Jetzt ist als nächstes dann Korsika dran und dann Sardinien zum krönenden Abschluss, dann haben wir alle Mittelmeerinseln. Das kann sich sehen lassen. Wir sind in Ägypten und Syrien eingedrungen. Unser Fortschritt ist, glaube ich, so schnell nicht mehr aufzuhalten. Ach so, es gab natürlich ein Level Up. Gut, wir vergeben also ein Skill. Den Taktiker. Gut. Das war also das. Jetzt nehmen wir wieder ein bisschen mehr ein. Wir sind allerdings, wenn ich mich nicht irre, jetzt beim militärischen Sieg
Genau, wir sind jetzt unter die 180 Einheiten, die man braucht für einen militärischen Sieg. Man braucht aber ja für einen militärischen Sieg auch Provinzen, die wir noch gar nicht haben. Und jede Menge Seeeinheiten. Und von daher, wir konsolidieren jetzt erstmal unsere Finanzsituation. Dazu brauchen wir mehr Einkommen je Runde, damit wir mehr investieren können. Je schneller wir mehr investieren, desto schneller verdienen wir auch mehr. Desto schneller können wir noch mehr investieren. Desto schneller holen wir uns mehr neue Armeen. Und apropos neue Armeen, wenn ich mir die Legio 3 in ihrer Lage so ansehe und bedenke, dass es da noch die Legion 9 ist. Ja, die Velitäs der Legion 9 sind schon ganz schön erfahren. Aber alles in allem. Also die Equites und die Vigiles würde ich sagen, brauche ich nicht. Den Rest kann ich halt eigentlich auch leicht durch erfahrene Legionäre austauschen, ne? Aber wir behalten sie mal, weil ich in der Region eine Armee zum Zerschlagen von Rebellionen behalten möchte, hauptsächlich. Diese Armee hier hingegen, da hat niemand genug Erfahrung, dass ich sie unbedingt behalten muss. Wobei man die Rekrutierungskosten berücksichtigen muss, ne? Für sowas wie Sozietätsextraordinarii. Ja, sie haben halt ihre Mission erfüllt. Es herrscht noch nicht gerade Frieden in der Provinz. Abriss nicht möglich, also Kosten 500, genau. Was? Du bist Level 4 mit 28? Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Legio 3 ist auch richtig High Level. Dann reduziere ich vielleicht einfach nur die Anzahl der Truppen. Also die Hastati kommen weg. Naja, die Kaff möchte ich schon behalten. Ja, lassen wir das so. Okay. Man muss ja auch nicht übertreiben, ne? Unser Agent. Was kann er? Gorilla-Aktionen. Sorgt für Verzweiflung unter der Bevölkerung durch klein angelegte Militär. Aktionen macht die anfällig für andere Agentenaktionen. Nicht schlecht. Wusste ich gar nicht, was das, also was er da so leisten kann. Wir schicken den aber mal die Militärausbildung der Legio 1 übernehmen. Auch wenn der da ein bisschen braucht, um dahin zu laufen. Und dann beende ich die Runde. Es macht mich ein bisschen nervös, so viele Legionen aufzulösen. Es ist auf jeden Fall nicht Zeit, Frieden mit Karthago zu schließen. Karthago soll nämlich zerstört werden. Das habt ihr vielleicht noch nicht mitgekriegt, aber das ist der Plan. Oh. Okay. Vielleicht war es doch Zeit, Frieden mit Karthago zu schließen. Okay, es sieht so aus, als würde die nächste Folge dann mit einer epischen Schlacht beginnen. Wir haben leider nur 1600 Mann, aber wir haben unsere eigenen Elefanten mitgebracht. Oh, gepanzerte syrische Söldner. Okay. Ich wollte mich schon freuen, dass sie hier die libyschen Hopliten und libyschen Speerträger mitgebracht haben, die ja im Prinzip zum Spielen gekommen sind. Aber diese Armee des Volkes, die hat es tatsächlich in sich. Und eben diese Elefanten auch. Ja gut, ne? So ist das. Also nächste Runde, fette Schlacht. Nächste Runde. Morgen. Nächste Folge. Wann immer ihr die nächste Folge guckt. Ein Tag nach dieser Folge wird sie veröffentlicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zur Schlacht von Memphis. Wir sehen uns wieder.